Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den Mittwoch, den 26.05.2021. Und die Bullen waren jetzt hier ein bisschen baden gewesen. Die können wir auch mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Sind ein bisschen baden gewesen, ein bisschen untergetaucht. Ne? Wir haben aber darüber gesprochen, dass 99,9% der Fälle der DAX bei einem Aufwärtsgap in den letzten Wochen, Monaten immer direkt nach unten gegangen ist und dass man hier gucken sollte im Bereich um 600, dass er da bestimmt reinsteht, bestimmt vielleicht sogar von dort eröffnet, von dort dann nach unten arbeitet. Das hat er soweit getan, hat sich jetzt hier von oben aus der 465 stabilisiert. Auch das sollte uns jetzt erstmal nicht verwundern. Genau, das war die Zone, die wir hier benannt hatten als kleine Unterstützung. Und wenn er die eben dann nicht halten kann, wenn er hier tiefer geht, auch unter 400, dann sollte er ja durchaus ein ganzes Stückchen weiter. Da ist er jetzt noch so in der Bewegung drin. Er hat aber deutlich stabilisiert. Also das muss man schon sagen. Bei der 465 sollte der jetzt nach oben rausstarten zum Mittwoch. Dann kriegt er seine Chance. Dann kriegt er seine Chance bis hoch an die 700, 15.700 ran. Das wäre gar nicht so unüblich. Ne? Also dann wird er hier ein bisschen das Gap offen lassen, hätte es nicht ganz geschlossen, aber zumindest auf die Hochs draufgesetzt, viele Werten, sowas auch tatsächlich schon als Gap-Close, wobei Gap-Kurslücke natürlich vom Schluss, vom letzten Kurs bis zum ersten, das ist die Lücke, die entsteht, die ist halt auch erst dann geschlossen, wenn das hier drunter ist, aber es gibt einige Analysten, die werten das so, wenn der Markt auf das vorherige Hoch der Kerze gemacht hat, dann ist das für die ein Close. Ich mache das zum Beispiel so nicht, weil natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den 2 Stunden analysiere, ist das Hoch der Kerze woanders. Also wenn ich auf M5, H1, H4, M30 oder sonst wo analysiere, und deswegen ist das für mich kein Gap Close, es ist einfach nur ein Auflaufen auf die letzten Tageshochs vom Freitag, die ja auch eine Unterstützung sind. Haben wir ja besprochen, war so thematisiert, und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er hier stabilisiert hat. Sollte er jetzt diese Stabilisierung jetzt aber nutzen, um sich aufzudrehen, vielleicht sogar über 500 zu eröffnen am Mittwoch, dann würde ich den ein bisschen laufen lassen. Also, so wie wir das eigentlich gestern gesagt haben, halt, ne, unten oder oben raus, macht euch ein bisschen frei. Wir hatten hier gesagt, wenn man sieht, dass der über 600 raus will, dass der dort stabil bleibt und so weiter, dann kann man da long probieren. Aber wenn man sieht, dass der von Beginn an da nur anfängt, nach unten zu treiben von 600, dann ist das ein Short Richtung 465, 430. Und so, das ist die ganzen Tage immer wieder so, ne? Also versucht sowas auch für euch aufzugreifen, damit ihr nicht am Tagesende dann oder am nächsten Tag, wenn ihr dann das Video hört, da sitzt und sich euch sagt, ja, so einfach hätte es sein können. Na, versucht es ruhig wirklich in den Tageshandel einfach mit reinzunehmen. Ein bisschen so einen Plan machen, ein bisschen kleine Zettel an den Bildschirm rankleben, ja, damit man einfach über den Tag eine Orientierung hat. Weil wenn er dann bewegt, ach, dann fallen einem so viele Gründe ein. Warum kann er jetzt hier drehen? Warum kann man jetzt dort drehen? Warum kann er jetzt hier drehen? Und so wird euch das auch gehen, wenn er jetzt am Mittwoch nach oben treibt. Dann wird man denken, na, hier kann er jetzt nach unten. Naja, das letzte Mal wurde hier immer abgehauen und am Tagesende steht er hier oben und man fragt sich, warum hat man denn eigentlich die ganze Zeit Short gesucht? Ja, deswegen einfach hier der Hinweis, wenn der anfängt nach oben zu treiben, also spätestens auch so über 15.530, eigentlich schon über 15.510, das wird mit jeder Barriere, die fällt, immer bullischer und bullischer, und dann könnt ihr durchaus auch nochmal neue Wochenhochs direkt zum Mittwoch reinliefern. Das wäre nicht ungewöhnlich halt. Ne? Also es würde auch auf die Stabilisierungsrücklauf, auf die letzten Hochs umdrehen, hoch und weiter. Würde gut passen. Ansonsten sehen wir einen tiefer, wäre der Gap Close noch zu holen bei 4,30. Wahrscheinlich reicht ihm das nicht. Geht bestimmt dann auch auf die 4,15, 4,20. Sollte sich dort nochmal fangen, schnell auskontern, wird es eine Zielkiste oben raus, aber kann er nochmal probieren oben raus. Wahrscheinlich kriegt er dann auch unheimlich Probleme im Bereich um 500, 530, dreht sich dort auch nochmal runter. Also wenn er jetzt hier runter macht, wird er sich hier in dem Bereich nochmal wegdrehen, ne? Und dann würde das schon wieder mehr seitwärts reinkriegen, so wie so eine Welle hier, ne? So würde das dann laufen. Und geht aber ganz durch, geht er unter 400, dann macht er halt richtig den Boden auf. Halt Richtung tatsächlich auch 270, so tief sollte man durchaus dann auch greifen, weil das ist so ein Bereich, das sieht man sieht es immer wieder halt, ne, dass der Markt in dem Bereich hier gut unterstützt oder gut supported wurde, immer wieder ein bisschen gekauft wurde, und deswegen glaube ich schon, dass das dann das Ziel wäre. Dann hätte man hier ja die Verkeilungslinie, die hat er genau getroffen, ne, da haben wir drüber gesprochen, deswegen liegt die 15.600, deswegen war das der Widerstand, weswegen wir den Pfeil hier drin hatten. Und so weiter. Dann hätte sich von dort einfach nochmal deutlich runtergeschlossen. Wäre jetzt noch nicht ganz so kritisch. Ist noch so ein bisschen bullig. Wir haben auch, also ein bisschen bullig ist eigentlich
ist falsch dargestellt. Das ist eine positive Chartlage. Ne? Er hatte Allzeithoch, das steht wenige Punkte unter Rekordhoch. Das ist schon eine positive Lage. Das heißt, man muss eigentlich unten raus beweisen, dass er den Trend kippen will. Ja? Weil im Zweifel sonst einfach der Trend oben raus weiterläuft. Na, auch wenn wir übergeordnet da durchaus Indizien dafür haben, solange er uns unten raus einen Trendausbruch oder einen Trendwechsel nicht bestätigt, heißt es im Zweifel für den Angeklagten. Und deswegen würde ich wirklich in dem Moment, wo der anfängt, nach oben raus wieder zu zaubern, vielleicht Punkte auf der Long-Seite suchen. Ich glaube, dass das wesentlich einfacher dann geht halt. Ne? Wo ich keine Punkte auf der Long-Seite suchen würde, wenn der aber unter 430, unter 400 direkt hier runter notiert, also direkt sich runterschiebt und da unten bleibt, weil ich glaube, dann kippt er halt auch ein ganzes Stück tiefer. Von so daher, das sind so die zwei Szenarien, die ich sehe. Entweder stabilisiert sich, dreht hier hoch oder klickert sich halt einfach hier nochmal ein bisschen weiter bis in den Bereich hier hinein. Das wäre auch ganz gut passend. Im Tageschart können wir uns eigentlich nicht so richtig angucken. Wir haben ja drüber gesprochen, ja, was passiert denn, wenn der DAX mal das Band rauskriegt? Was passiert denn, wenn er anfängt, aus dem Band rauszusteigen? Das hat er wieder nicht getan. Die Kerze sieht aus wie die Kerze, diese Kerze sieht aus wie die Kerze, die Kerze sieht aus wie die Kerze und geht er seinem Schema nach, was er die ganzen letzten Tage gemacht hat, müsste er eigentlich sogar bis unten zum Band jetzt wieder durchlaufen halt, ne? Deswegen sage ich auch, ne, da wird auch so ein bisschen, kommt der Tenor so ein bisschen raus, warum ich da nicht unbedingt dann Long suchen würde halt, in dem Moment, wo er unter 430, unter 400 abhaut, ne? Weil im Zweifel, ich meine, klar, er kann hier im Bereich um 270 sich aufdrehen und dann versuchen, den langen Louis zu machen hier oben raus. Wir können genauso gut wieder durch. Es ist eine Range. Es ist einfach noch eine Range. Der Ausbruch oben ist nicht bestätigt. Es ist abverkauft worden. Unten die Ausbrüche unten raus, die sind auch nicht bestätigt worden. Er ist einfach noch in seiner Range. Und solange die nicht bricht, solange hier nicht rausgeht, haben wir auf Tagesebene keine neuen Signale. Ist einfach so. Das ist einfach so. Gut. Das heißt, hier lassen wir das, beobachten das aber sehr gut weiter, weil ein, ich sag mal, ein Tagesschluss an 5,50, 5,70, der wäre wirklich gut, um das oben raus ein bisschen in Gang zu bringen. Ne? Wenn er jetzt zum Mittwoch einen Tagesschluss 5,50, 5,70, 600 macht, muss man eigentlich schon fast zum Donnerstag Longhandel bis hier hochhalten, ne? Weil das liegt dann schon fast auf der Straße. Oder das, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt keine Redewendung dafür ein, aber es wäre dann deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wenn er jetzt hier oben sich am Band anfängt rauszulegen, dass er dann halt auch am Band raussteigt. So wie er das hier gemacht hat, so wie er das immer wieder macht, wenn er aus dem Band raussteigt nach einer Seitwärtsphase, ne? Das sind alles so diese Momente. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen hier in diesem Sinne zu. Achtet mir genau, wie er sich jetzt hier um 4,30, 4,65 verhält. Das dürfte maßgeblich sein. Seht ihr, dass er nach oben anschiebt? Lasst ihn schieben. Stellt euch nicht zu sehr dagegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bis zum Tagesende durchschiebt, ist dann erhöht. Na, das sollte man einfach beherzigen. Und ansonsten unten ein bisschen gucken hier auf die, ich sag mal so, im breiteren Sinne 4,30 bis 400. Und alles, was da runter geht, das bekommt schon Schmackes Richtung 3,50, 3,35, 300, 2,70. Das ist alles so schön erreichbar. Ne? Gerade die grüne Linie hier. Das würde schon gut reinpassen. Okay, gut, dann viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao.